Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Wir wollen uns mal wieder um ein weiteres Habitat kümmern. Ihr seht schon, hier habe ich mir einen Baubereich abgesteckt und das Ganze dann sozusagen gedrittelt. Das bedeutet, wir haben jetzt wesentlich geringere Habitatgrößen. Das habe ich ja, naja, man kann schon sagen, falsch gemacht in der Vergangenheit. Also einfach viel zu große Gehege gebaut. Und teilweise wirklich viel, viel, viel zu groß. Und deswegen habe ich das hier mal ein bisschen anders, bin ich das mal ein bisschen anders angegangen. Ist auf jeden Fall ausreichend groß, also die Tiere beschweren sich nicht. Und das ist ja auch, wurde mir schon oft empfohlen, das alles mal ein bisschen kleineren Dimensionen zu bauen. Und die anderen Gehege, die ich mir sozusagen schon mal abgesteckt habe, die werden natürlich früher oder später auch noch gefüllt. Dann ein bisschen Terraforming. Ein bisschen Wasser habe ich immer gerne mit dabei, unabhängig davon, ob das wirklich benötigt ist. Deswegen habe ich hier schon mal so ein bisschen ein paar Löcher ausgehoben und generell das ganze Gelände hier versucht, so ein bisschen welliger zu gestalten. Einfach damit das ein bisschen natürlicher wirkt, ein bisschen abwechslungsreicher. Und dann ist es auch irgendwie netter anzusehen, wenn man hier dann noch so die Rückzugsorte reinbaut. Bisschen Vegetation natürlich, also Bäume, Sträucher und dergleichen mehr. Passend gefiltert, damit hier auch die richtige Vegetation ins Gehege kommt. Und noch ein bisschen weiteres Terraforming und dann kommen auch schon so die ersten Rückzugsorte dazu. Die Schlafplätze für die Tiere etc. Ist auch schon wieder eine ganze Weile her, dass ich das hier gebaut habe. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Wir werden ja sowieso gleich noch in-game nachsehen. Ich habe das auf jeden Fall schon mit Tieren gefüllt und ich glaube, ich habe auch noch andere Tiere mit da reingepackt, denn ich meine, die Warzenschweine vertragen sich auch mit anderen Tieren. Kann aber auch sein, dass ich das gerade durcheinander bringe, das werden wir gleich noch sehen. So, noch ein bisschen mehr Grünzeug. Man hat ja die Qual der Wahl. Dann sind auch wirklich schöne Sachen dabei. Dann gehen wir ein bisschen weiter ins Detail und fangen jetzt hier schon an, die ersten Steine, Felsen und kleineren Gebüsche zu verteilen. Hier alles so ein bisschen blickdicht machen, damit die Tiere hier auch wirklich ihre Ruhe haben in ihrem Rückzugsort. Und ich habe einfach versucht, eine nette Mischung zu finden. Dass das alles irgendwie so ein bisschen natürlich wirkt. Bisschen farbenfroh möglichst. Hier habe ich das Ganze quasi mit Gebüsch so ein bisschen blickdicht gemacht. So, ich würde sagen, die Rückzugsorte, das kann man erstmal so stehen lassen. Kümmern wir uns noch ein bisschen um die Texturen. Alles ein bisschen erdig, sandig gestaltet. Und dann ist eigentlich so die Grundstruktur schon mal gar nicht so verkehrt. Gehen wir noch ein bisschen weiter ins Detail. Was ich grundsätzlich eigentlich immer ganz gerne habe, einfach auch aus optischen Gründen, ist hier so diesen Rand rund um die Einzäunung noch so ein bisschen zu begrünen. Man muss dabei ein bisschen aufpassen. Einige Tierarten verlangen oder benötigen halt nicht so viel Vegetation. Und wenn man da zu viel reinschmeißt, dann ist es auch wieder nicht recht. Das ist ja in dem Fall ist es eher so ein optisches Ding, finde ich. Also dekorative Maßnahme, hier einfach so diesen Zaun so ein bisschen zu begrünen mit so einem kleinen Gebüsch. Aber man muss tatsächlich ein bisschen darauf achten, dass es nicht zu viel wird. Hier in dem Fall ist es, glaube ich, in Ordnung. Bisschen Copy und Paste natürlich auch benutzt, um mir die Bastelei ein bisschen zu erleichtern. Hier machen wir es noch ein bisschen farbenfroher. Und dann geht es natürlich noch um Speis und Trank sowie Beschäftigungsmöglichkeiten für die Tiere. Alles auch hier wieder wie üblich filtern lassen, einfach nach der Tierart, dann die passenden Sachen da reingestellt. Und recht viel mehr braucht es dann auch eigentlich gar nicht. Also das Gehege ist eigentlich soweit schon startklar, würde ich mal sagen. Bisschen bunter noch das Ganze. Und dann gehen wir außerhalb des Geheges nochmal dran. Hier stellen nochmal einige dieser Infotafeln auf. Auch hier einmal den richtigen Typen ausgewählt, also die Tierart.
und dann einfach Copy and Paste einmal außenrum das ganze Zeug verteilt, in der Hoffnung, dass es der Bildung hilft. Sitzgelegenheiten habe ich schon verteilt hier, Tische, Stühle, Bänke, Mülleimer natürlich nicht zu vergessen. Das hier ist, glaube ich, auch irgendeine Mod, die ich mal installiert habe. Das sind auch diverse Infotafeln. Und natürlich Speis und Trank auch für die Gäste. Und wer viel trinkt, muss vielleicht auch mal aufs Klo, deswegen Toilettenhäuschen dazu gepackt. Und fertig ist das Ding. Dann werfen wir mal einen Blick auf die ganze Angelegenheit hier. Ich habe nicht nur Warzenschweine im Gehege hier drin, sondern wie man sehen kann auch, wie sagt man, Sträuße, ich glaube, ist hoffentlich der Plural. Die vertragen sich auf jeden Fall und ich bin mir sogar ziemlich sicher, wir schauen nochmal hier in die Zoopedia. Die kann man noch mit deutlich mehr anderen Tierarten zusammen hier in das Gehege packen. Wo ist er denn? Der afrikanische Strauß. Wenn wir hier mal reinschauen bei der internen, interspezifischen Gemeinschaft, da haben wir eine ganze Menge Auswahl. Die Frage ist halt, ist dieses Gehege auch für die ganzen anderen Tiere geeignet? Ich würde es auf jeden Fall mal ein bisschen testen. Ich würde noch eine weitere Tierart hier reinschmeißen. Zebra finde ich ganz spannend. Schauen wir uns mal ganz kurz an hier. Interspezifische Gemeinschaft. Das passt also zusammen mit den Warzenschweinen und den Sträußen. Schauen wir uns die Artendaten an. Die Gruppengröße 3 bis 6. Partnerlose Männchen 3 bis zu ein Männchen, bis zu 5 Weibchen. Machen wir mal. Wir schauen mal, was zur Verfügung steht. Wahrscheinlich wie üblich 2 Männchen, 2 Weibchen. Deswegen kaufen wir einfach mal ein Männchen, ein Weibchen im Tierhandel ein und schmeißen die mal dort mit rein. Speziesfilter, Trilla, Aufbewahrung, Handelsverlauf. So, hier. Zebra. Steppenzebra einmal eingekauft. Männlich 5,2 Jahre. Ja, den nehmen wir einfach. Aufnehmen und die beiden Weibchen. Mehr oder minder ungesehen werden hier auch noch mit dazu genommen. So, die warten jetzt im Handelszentrum, Tieraufbewahrung, Steppenzebra, die wählen wir alle aus und schicken die hier ins Gehege hinein. Okay, gut, dann dauert das jetzt einen kleinen Moment. Schauen wir hier gerade nochmal rein. Also man könnte die ja tatsächlich nicht schlecht. Das wäre eine ganze Menge, aber dann ist das Gehege wahrscheinlich am Ende doch ein bisschen zu klein, könnt ihr mir vorstellen. Vielleicht probieren wir das noch aus, aber man muss ja auch nicht die maximale Anzahl an unterschiedlichen Tierarten da reinpacken. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um, was die Tiere denn so treiben. Machen eigentlich einen ganz zufriedenen Eindruck. Kann man, glaube ich, sagen, Ernährungszustand ist gut, nicht ideal, Qualität der letzten Mahlzeit. Ah, das habe ich aber, glaube ich, schon hochgedreht. Das macht man ja hier, wenn man das Gehege auswählt. Unter den Tieren Qualität habe ich hier schon mal hochgedreht für die Sträuße und die Warzenschweine haben auch Qualität. Qualitätsstufe 3, deswegen, ich denke, die werden dann demnächst, wird das auch ein bisschen hochgehen hier. So. Naja, hier ist doch alles gut aufgefüllt. Die scheinen sich aber schon, denen scheint es gut zu gehen, würde ich mal behaupten, oder? Grunzen fröhlich vor sich hin. Ja, das passt. Schönes, friedliches Gehege. Legen wir hier mal so ein bisschen durch. Was habe ich hier eigentlich hingestellt? Habe ich schon wieder ganz vergessen. Also wie gesagt, das ist jetzt schon wieder eine ganze Weile her, dass ich hier rumgebastelt habe. Ach, hier auch einfach irgendwie so eine Art Skulptur. Es gibt ja wirklich, also gerade im dekorativen Bereich gibt es so viele Sachen, die man installieren kann. Das ist der pure Wahnsinn. Hier drüben der Wasserspender. Hier auch nochmal Toilettenhäuschen, Infopoint und so weiter. Ja, bei den Sträußen oder Straußen ist halt echt, da ist nicht viel los, oder? Kann es sein, dass die irgendwie nur rumgammeln? Aber hier ist alles gut, also mit Sozialverhalten und Co., das sind ja eigentlich schon so die wichtigsten Sachen mit. Scheint alles in Ordnung zu sein. Naja, vielleicht haben sie auch gerade gefressen. Hier stolziert einer durch die Gegend. Stattliches Tierchen. Cool. Okay, ich glaube, da im Hintergrund sehe ich schon einen der Tierpfleger durch die Gegend flitzen. Der hat wahrscheinlich meine Zebras dabei. Mhm. Rückzugsorte werden auf jeden Fall angenommen. Da, hier, garantiert. Der hat das Zebra in der Kiste. Den verfolgen wir gleich mal direkt.
Da vorne läuft auch noch einer. Schauen wir mal, ob die dann zufrieden sind mit der Umgebung, mit dem Habitat, mit der ganzen Vegetation und so weiter. Yeah, sehr schön. Ah, wunderbar. Gut sehen sie aus. Richtig hübsch. Let's go. Und der nächste. Einer fehlt noch. Oder ein E. So, schauen wir gleich mal drauf. Auf den ersten Blick sieht das ganz gut aus. Sozialverhalten, Gehege, nicht ganz perfekt, aber fast 90%. Stabiler Rückzugsort, okay. Okay, klar, ich habe ja nur zwei so Häuschen gebaut. Da können wir mal auf die Schnelle noch irgendwas hinklatschen. Wo haben wir denn, wo wird es sich denn anbieten? Idealerweise so ein bisschen abgesetzt. Naja, oder hier direkt mitten rein. Hier so vielleicht, direkt am Gewässer. Wenn wir den hier mal umplatzieren vielleicht. Verschieben wir den mal. Packen den mal hier rüber. Und wo war das nochmal? Gehege. Schlafmöglichkeiten, Rückzugsorte. Das lassen wir uns auch einmal filtern hier. Nach der Art. Und hier brauchen wir... Wo sind die Zebras? Wie heißen sie nochmal? Präzise Steppenzebra. Das haben wir. Spießbock gäbe es auch noch. Okay. Steppenzebra, so. Ist sowieso, glaube ich, relativ egal. Ist die Frage, wie groß machen wir das Ding? 8x8x4 ist halt schon eine ganz schöne Hütte. Einfach, ich glaube, so ein klassisches Ding hier, oder? Ah, das ist halt schon echt. Das ist viel zu groß. Nehmen wir so eins hier. Reicht Ihnen das? Ich vermute mal ja, oder? Schauen wir mal, ob sie das auch annehmen. Es kommt mir halt ein bisschen klein vor. Von, was hat denn der jetzt hier angestellt eigentlich? Sorry, Zebra. Was passiert hier? Und er kackt erstmal alles voll hier. Na gut, die werden da schon irgendwie zurechtkommen, oder? Sollen wir es vielleicht ein bisschen verschieben? Der scheint hier irgendwie festzuhängen. Der arme Tier. Okay, hat sich wieder normalisiert, so halbwegs. Wir schieben das hier trotzdem ein kleines Stückchen auf die Seite. So, das wird ja wohl passen. Dann schauen wir mal, dass der Baum hier nicht im Weg rumgeht. Den stellen wir hier mal ein bisschen rüber. Und dann bräuchten wir hier natürlich noch eine schöne weiche Unterlage, damit die sich hier auch in Ruhe hinbetten können. Machen wir hier diese Blättergeschichte. Und zwar einmal in groß. Wie viel haben wir? Drei Stück. Vielleicht wird es noch ein weiteres Zebra hier geben. Schauen wir mal. So, das müsste eigentlich reichen, oder? Was sagen Sie denn? Gehege 90%. Stabiler Rückzugsort. Brauchen wir wahrscheinlich immer noch mehr. Aber ich lasse es jetzt erstmal so stehen. Ne? Ich will jetzt hier nicht zu viel rumbasteln. Das machen wir dann einfach wieder zeitraffermäßig bei Bedarf. Vielleicht bringen wir hier noch ein bisschen Natur in die ganze Geschichte rein. Ja, Biom ist auf jeden Fall eine ganz gute Idee, glaube ich. Graslandschaft und Afrika dürfte ganz gut hinkommen. Das hat man zumindest bislang hier im Gehege, deswegen machen wir das vielleicht einfach noch ein bisschen hübscher hier, die ganze Nummer. Einmal noch so ein bisschen rotieren. Jo. Passt schon. So ein bisschen den Boden versenken, die ganze Geschichte. Und vielleicht noch ein, zwei Felsen dazustellen. Einfach nur, damit es ein bisschen gemütlicher aussieht hier, die ganze der ganze Rückzugsort hier. Wo haben wir denn die Steinchen? Hier, Felsen. Savanne. Da kleben wir nochmal ein bisschen was dran. Oh, ein bisschen Kleinkram hier. Ah, erfüllt, glaube ich, erstmal ihren Zweck. Seinen Zweck. Okay, schauen wir mal. Yep. Ah ja, jetzt kommt hier mal ein bisschen Bewegung rein. Die Straußen begrüßen die neuen Mitbewohner hier. Bei den Zebras kommt auch ein bisschen Dynamik rein. Die laufen jetzt zumindest mal ein bisschen durch die Gegend. Ja, Rückzugsorte mache ich hier alles off-camera, dass wir hier noch ein Gebäude hinstellen. Vielleicht dauert das auch einfach eine ganze Weile, bis die irgendwie verstehen, dass sie jetzt mehr Rückzugsmöglichkeiten haben. Weil wir haben immerhin drei Hütten. Das müsste eigentlich genügen. Was ist das hier eigentlich für ein Ding? Das ist auch irgendwie so eine Art... Ah, okay. Ein langsamer Futterspender mit Vogelpellets, Samen und Heuschrecken gefüllt. Wohl bekomm's.
Ja, cool. Gefällt mir. Gefällt mir. Also den Warzenschweinen, die sind auf jeden Fall fröhlich hier, habe ich den Eindruck. Denen scheint es echt gut zu gehen hier. Oder er ist in Panik geraten. Also eins von beiden. Nee, alles gut, ne? Alles gut. Der ist einfach nur gut gelaunt, glaube ich. Okay. Er räumt auf. Sehr gut. Gehen die eigentlich auch ins Wasser, frage ich mich. Weiß es nicht. Zebras haben sich noch nicht wirklich wegbewegt hier aus der Ecke, ne? Und dafür haben sie alles hier voll gesaut. Wo bleibt denn der Tierpfleger, verdammt? Kannst du mal aufräumen hier? Junge, Junge. Okay, gut, aber ich glaube, das kann man erstmal so laufen lassen. Abgesehen von den mangelnden Rückzugsmöglichkeiten für die Zebras. Ist auch komisch, das zählt aber nicht für alle. Also wahrscheinlich haben die sich schon irgendwie ihr Domizil ausgesucht. Und nur die Zebras schauen noch so ein bisschen in die Röhre. Aber gut, ich lasse das einfach mal so laufen. Und bei Bedarf klatschen wir da einfach noch eine weitere Hütte hin. Das wird schon passen. Vielleicht noch mal ein bisschen rauszoomen, so als kleinen Ausblick, was ich sonst noch so alles geplant habe. Management-Sachen lassen wir einfach wie üblich jetzt. Links liegen ist mir einfach alles zu mühsam und auch irgendwie zu belanglos für so eine Videoserie, wie ich finde. Hier drüben wird es dann irgendwann weitergehen, demnächst. Da bin ich auch schon recht weit fortgeschritten. Muss ich noch eine Zeitraffer basteln und so weiter. Ich glaube, das wären dann die Bongos. Da können wir auch gerade, die sind auch schon unterwegs natürlich, nur so als kleiner Spoiler schon mal, da könnten wir auch schon mal reinschauen, ob die vielleicht auch hier bei der interspezifischen Gemeinschaft, ob wir da noch mehr hinzufügen könnten. Nein, also die werden auf jeden Fall alleine im Gehege bleiben. Und hier drüben habe ich halt dann auch schon die nächsten Gehege vorbereitet. Bisschen kleineres Habitat hier drüben, dann hier nochmal ein bisschen was Größeres. Das mit den Krokodilen habe ich ja sowieso, das war ursprünglich war der ganze Bereich für die Crocs gedacht, ne? Aber das hat man, glaube ich, in der letzten Folge gesehen. Ich habe das dann nochmal gedrittelt. Also hier nochmal abgetrennt in der Mitte und hier drüben auch nochmal abgetrennt. Also schauen wir mal, wie geht's denn denen eigentlich? Auch schon sehr, sehr lange nicht mehr zugesehen. Oh, Barrierestatus 61%. Sollte ich vielleicht mal einen Techniker zuweisen. Wenn die rauskommen, ich glaube, dann geht's hier rund. Okay, Futterqualität, verfügbares Futter. Ja, okay, da muss man einfach warten, bis der Tierpfleger kommt. Sind auf jeden Fall ausreichend Tierpfleger zugewiesen, denke ich. Das sollte schon funktionieren. Leistenkrokodil, 2 Stück haben wir da. Wo sind sie denn? Ja, die verbringen sowieso, glaube ich, einen halben Tag im Wasser. Ah, sehr schön, das andere ist hier gerade an Land. Ja, also irgendwann werden wir das auf jeden Fall machen. Ich möchte hier tatsächlich mal auch ein bisschen Action haben. Und ich habe es ja, glaube ich, schon mal angesprochen, meine kleine Idee, die ich da so hatte. Hier drüben hat quasi, naja, ein geeignetes Futtertier reinsetzen in dieses Gehege und dann einfach mal hier die Schleusen öffnen und schauen, was passiert. Ich würde das zu gerne mal sehen, wenn die hier auf die Jagd gehen. Stelle ich mir schon spannend vor. Besucher werden wahrscheinlich durchdrehen, aber meine Güte, so ist es halt. Das ist halt die Natur. Was soll man machen? Und bevor die hier den ganzen Tag vor sich hingammeln und nichts zu tun haben, würde ich sagen, haben die sich auch mal ein bisschen Entertainment verdient. Ah, sehr gut. Es wird also demnächst mal Nachwuchs geben. Das sind dann wohl schon, das ist wahrscheinlich hier der Balztanz, was die hier aufführen, oder? Würde mich auch mal brennend interessieren, ob sie das irgendwie der Realität tatsächlich nachempfunden haben. Ob sich die Entwickler das wirklich angeschaut haben, wie sich Krokodile so verhalten. In der Paarungszeit. Wer ist eigentlich, ist Männchen oder Weibchen größer bei denen? Oh, Weibchen ist aber, das Alpha-Tier. Männchen ist aber deutlich größer hier. Ganz schön massives Ding, ne? Okay, gut. Schauen wir abschließend nochmal, denn ich glaube, mehr gibt es einfach nicht zu zeigen. Irgendwann, wenn ich hier deutlich mehr Habitate hingestellt habe, ihr seht ja selbst, das geht wirklich schleppend voran. Muss aber sagen, die Motivation ist wieder ein gutes Stück weit zurückgekehrt, einfach dadurch, dass ich mir jetzt selber, sozusagen vorgenommen habe, hier nicht mehr irgendwie regelmäßig Folgen zu bringen, sondern ab und zu einfach mal immer so nach Lust und Laune. Und das ist ja durchaus eine entspannende Geschichte, so ein Habitat zu bauen. Und ich glaube, dadurch wird das einfach dann doch noch eine ganze Weile weiterlaufen. Und irgendwann werden wir hier ordentlich Habitate reingeklatscht haben. Und dann gibt es sicherlich auch nochmal irgendwie so eine kleine Übersichtsfolge. Und ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Also ist auf jeden Fall alles Open End hier. Wir haben noch mehr als genug Platz. Und wenn die Habitate ungefähr in der Größe bleiben, dann weiß ich gar nicht, dann brauchen wir vielleicht tatsächlich irgendwann nochmal ein DLC oder so. Weil, ich glaube, da kriegt man dann schon alle Tiere unter, wenn man hier alles vollbaut irgendwann.
Na gut, schauen wir nochmal ganz kurz hier ins Gehege rein, in das aktuelle Gehege zu den Zebras und Co. Okay, die sind jetzt hier gar nicht mehr. Gut, die verteilen sich langsam im Gehege, oder? Ja, okay, gut. Muss nur noch ein, zwei Häuschen dazustellen. Das hat sich schlafen gelegt, oder was? Ja, cool. Cool, gefällt mir. Also gerade auch die Geschichte mit der interspezifischen Gemeinschaft, dass man hier die Gehege auch wirklich ordentlich füllen kann. Die Straußen sind auch schon ordentlich am Knattern hier, vermehren sich in naher Zukunft oder sind schon mittendrin. Und dabei wollen wir sie dann auch in Frieden lassen. Und ich denke, dann soll es das gewesen sein für die heutige Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.